Und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Pro Cycling Manager 2019 Karriere mit EF Education First. Wie im letzten Part schon angekündigt, fahren wir heute die neuseeländischen Einzelzeitfahrmeisterschaften mit unserem Fahrer Tom Scully. Die Favoriten nochmal im Überblick: Bevins, Scully, Bauer und Bioli. Ja, Smith, Bennett, das sind eigentlich nur Nebendarsteller, wenn man mal ehrlich ist. Bevin, absoluter Top-Favorit, Scully, Bauer und Bioli mit Außenseiterchancen. Weniger Teams am Start. Mal schauen, was das wird. So, wenn dann die Objektreihen auch mal fertig sind, dann gehen wir gleich rein. So, und jetzt sind wir auch schon da. Erste Fahrer wird gleich von der Rampe rollen. Es handelt sich um Whitehouse. Dann Dian Smith. Schon ein Favorit für dieses Rennen, der hier früh auf die Piste geht. Matchway kein Favorit, nur 53 im Zeitfahren. Whitehouse 59 auch absolut. Ja. Ja, gut. Sam Bewley auch sehr, sehr früh auf der Strecke heute. Mal schauen, was er erreichen kann. Wird einer unserer Hauptkonkurrenten gegen Tom Scully sein, wenn es um den zweiten Platz geht. Shane Archbold von Bora, auch der hatte schon bessere Werte, war mal echt ein passabler und eigentlich schon fast guter Sprinter. Mittlerweile nicht mehr. Hamish Frears, absoluter Topfahrer. Nicht. Alex Frame. Gut im Prolog, gut im Sprint, gut in der Beschleunigung, also der hat was drauf. Aaron Gate, James Fouché, ja, der ist Puncheur, hat aber überhaupt keinen Beschleunigungswert. Also wenn du mit ihm angreifst, kannst du gleich im Feld bleiben. George Bennett, Jack Bauer und Tom Scully, auch der ist schon unterwegs. Mal schauen, was er erreichen kann. Er ist in der Zwischenzeit Sam Bewley mit der Bestzeit. Hinter Scully kommt dann Patrick Bevin oder Bevin. Scully den ersten Hügel hinter sich, jetzt geht es in eine kleine Abfahrt. Bevin ist auch schon drin und erste Zwischenzeit war das noch nicht für Scully. Jack Bauer kommt gleich hin. George Bennett erste Zwischenzeit, Bestzeit, jetzt kommt Jack Bauer 22 Sekunden hinter Bennett. Jetzt kommt Tom Scully 25 Sekunden hinter Bennett und jetzt kommt Patrick Bevin. Ja, eindeutig. Eindeutige Bestzeit. Ich bin gespannt, ob Bennett dieses Tempo durchhält. Wenn ja, ist das sensationell. Ich hätte den jetzt nicht auf der Rechnung gehabt, wenn es hier um den Sieg geht, aber er ist super stark dabei. Scully, Bennett kommt natürlich, diese ganzen kleinen Steigungen kommen ihm natürlich extrem gut entgegen. Da kann er seine ganze Klasse am Hügel und am Berg vor allem ausspielen mit einem 77er Bergwert. Ist er auf jeden Fall schon mal im vorderen Drittel zu finden. Auch bei der zweiten Zeitnahme absolute Bestzeit. 47 Sekunden vor Jack Bauer. Scully kommt durch, nur noch 3 Sekunden hinter Bauer. Tom Scully fährt hier jetzt ums Podium. Man muss es so klar sagen. Bevin und Bennett in einer eigenen Klasse. Alex Ram kommt rein, dritter, 30 Sekunden. Schröers immer noch mit der Bestzeit. Aaron Gate kommt ins Ziel,
eine Minute Rückstand. Jetzt kommt George Bennett. Bennett. Vorübergehende Bestzeit. Um 1,22 schneller als Schröers. Hat seit der letzten Zwischenzeit nochmal 20 Sekunden draufgepackt. Jetzt kommt Jack Bauer. Der sieht platt aus. Der sieht richtig platt aus. Ist hier Zweiter im Ziel. 51 Sekunden hinter Bennett. Wird es das Podium für Scully? Ja, es wird das Podium für Scully. Jetzt kommt Biggin nochmal rein. Eine Minute vor Bennett. 1,05 genau. 4 Sekunden hinter Tom Scully. Jack Bauer. Hamish Russ. Sam Bewley. Frame. Smith. Gate. Und James Fuji. Bennett für mich definitiv überraschend da vorne. Auch dass Bewley so weit hinten ist, eine kleine Überraschung. Die Teamwertung sparen wir uns mal, denn naja, es ist ja, es gibt keine Teams. Es gibt nur Evo Mitchelton und Evo Pro, die mehr als drei, also die mindestens drei Fahrer aus Neuseeland im Team haben. Ja. So, das nächste Rennen sind dann die National Championships in Australien, wiederum im Einzelzeitfahren. Und naja, man muss sich nur unsere Zeitfahrwerte anschauen, dann weiß man schon, hier geht's für uns zumindest, wenn überhaupt, um die goldene Ananas, vielleicht ein Top-10-Resultat. Gegen Dennis, Porte, Matthews, wie sie alle heißen, wird es ja verdammt schwer, einen Stich zu landen. Aber wir werden es versuchen. Vielleicht gelingt uns ja eine kleine Sensation. Dennis, Porte, Matthews, Durbridge, Hausen. Ja, so weit weg wäre unser Stärkster. Ich glaube, das ist Simon Clark mit 68 da gar nicht. Das sind nur 4 Punkte, also wenn er wirklich eine außergewöhnliche Tagesform hat, dann vielleicht, dass er dann irgendwas schaffen kann. Cameron Meyer schon früh auf der Strecke, Damien Hausen auch, der schon extrem früh dran. Das spricht für die Qualität der Australier bei Mitchelton. Jetzt unser erster Fahrer, James Whelan. Entschuldigung. Whelan, es geht hier erstmal bergab, dann zieht sich die Strecke wieder bergauf. Es ist ein kleiner Rundkurs. Lachlan Morton, absolute Traumform heute. Minus 4. Ja, da weiß man ja schon beim Wegfahren, das wird nix heute. Happen ist Whelan auch schon ordentlich auf den Fersen. Ich bin gespannt, ob Whelan Happen noch passieren lassen muss oder nicht. Bei 24 Whelan, 49 km/h, Happen mit 53, ja. Ich glaube, das sagt schon alles. Ist jetzt nur die Frage, ist er letzter oder ist er vorletzter bei der ersten Zwischenzeit? Ich glaube, Whelan letzter und Lachlan Morton, ja, da wird Jack Hake. Jack Hake wird nur so vorbeifliegen an ihm. Whelan kommt zur ersten Zwischenzeit, Hausen vor Meyer. Whelan 1,50 der Rückstand, 1,50. Ja, das ist zu viel auf 20 Kilometern, das ist definitiv zu viel. Jetzt kommt Mitch Docker. Auch der absolut kein Zeitfahrer, überhaupt nicht. Jetzt kommt dann gleich Lachlan Morton durch die erste Zeitnahme und zugleich auch die einzige vor dem Ziel. Und er verliert 2 Minuten 23, ist aber immerhin noch schneller als zwei Fahrer. Noch keiner im Ziel, Robert Stannard wird der Erste sein. Ja, mal schauen, wie lange es seine Zeit hält. Kann sie Skotzen schon unterbieten? Skotzen im Ziel, jawohl, 23 Sekunden schneller. Jetzt Meyer 1,18 schneller. Und Whelan Hepburn hat Whelan schon überholt. Und Whelan geht jetzt auch noch komplett blau. Ja, was soll man da sagen?
Absolutes Desaster von desaströse Vorstellung hier von James Whelan im Ziel mit über 3 Minuten Verspätung. Morton, mal schauen, da kommt jetzt Haig herangeflogen und lässt ihn stehen wie ein D-Zug. Docker erste Zwischenzeit auch schon fast 3 Minuten aufgebrummt bekommen. Morton kommt jetzt ins Ziel mit 5 Minuten Verspätung. 5 Minuten. Simon Clark, wie im Straßenrennen es dann auch sein wird, unsere einzige Hoffnung für eine vordere Platzierung. Und mit vordere Platzierung meine ich eigentlich schon Top 10. Also Top 10, mit dem wäre ich absolut zufrieden. Ah, ich bezweifle, dass das möglich sein wird. Whelan hält sich immer noch auf einem 8. Platz, da fehlen jetzt aber noch die ganzen starken Fahrer. Ich bin gespannt. Ja, Docker verliert jetzt immerhin keine Zeit mehr auf Edmondson. Ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, Docker kann ja nochmal. Er kann jetzt nochmal aufholen. Kommt immerhin nur mit 2 Minuten Verspätung auf Hepburn ins Ziel. Da ist jetzt Hamilton. Ui, der ist schnell. Hausen immer noch mit der absoluten Bestzeit. Hier sehen wir Rowan Dennis im Trikot des Zeitfahrer-Weltmeisters. Und er wird auch australischer Straßenmeister werden, wenn er so weiterfährt. Hier Richie Porte, Matthews, Durbridge, Sutherland, Haas, Scottson, McCarthy und davor Simon Clark. Er behält den Abstand ziemlich konstant auf McCarthy, Renshaw, da mit 1,52 Rückstand bei der ersten Zwischenzeit. Clark ist schneller. 1,49, Position 13. Also die Top 10 sind im Moment, glaube ich, noch drin. Storer 1,24, Clark 1,49. Ja, das wird hart, aber nicht unmöglich. McCarthy 8. 1,17. Scottson 10. 1,20. Nathan Haas kommt jetzt gleich durch. Der sieht nicht so schnell aus. Okay, 4. 53 Sekunden Rückstand nur. Rory Sutherland, jetzt geht es um den Titel, Hausen hier immer noch überlegen. 4. 38 Sekunden, Durbridge, Matthews, Porte und Dennis Feil noch beim ersten Messpunkt. Luke Durbridge kommt hier durch mit 47 Sekunden. Simon Clark nur noch 18. Müsste jetzt eine knappe halbe Minute mindestens aufholen, 3 kommen noch. Das wird hart für Clark, die Top 10 zu schaffen, aber noch ist nicht aller Tage Abend. So, Matthews 9. 1,06, auch nicht gerade stark von Michael. Richie Porte 4. 28 Sekunden, jetzt Rowan Dennis, pulverisiert er Damien Hausens Zeit? Nein, 5 Sekunden nur Vorsprung. Im Ziel Hausen immer noch vorne, logischerweise. Clark, McCarthy. Clark hat sich jetzt ein bisschen von Carthy abgesetzt. Ich bin gespannt. Simon Clark, 4 Kilometer noch. Vorne kommt Cyrus Monk ins Ziel. Schafft er es unter den ersten 20. Vorerst. 15. Ja, wird er definitiv noch bleiben. Adam Hansen, 8. im Moment. Der nächste ist Mark. Ist schon Mark Ranger und dann Simon Clark. Simon Clark, Mark Renshaw und dann Jay McCarthy. Mark Renshaw kommt jetzt durchs Ziel, kommt jetzt rein. 13. 3 Minuten 28. Clark im Ziel. 5. 2,07. Jetzt kommt Jay McCarthy rein. Jay McCarthy, wo reiht er sich ein? 7. 2 Minuten 14. 7 Sekunden hinter Simon Clark. Jetzt kommt Miles Scottson. Miles Scottson
Wurde der sich ein Miles Kotzen 10. 2 Minuten 19. Auch er hinter Simon Clark. Nathan Haas, 4. Starkes Zeitfahren von Nathan Haas. Jetzt kommt Rory Sutherland, Durbridge und Matthews. Rory Sutherland auf 3. Bärenstark. Bärenstark. Luke Durbridge war an der ersten Zwischenzeit noch 7. Wohin geht die Reise? Wohin geht sie? Position 5, 1:09. Starkes Zeitfahren auch von Luke Durbridge. Drei Fahrer fehlen noch. Matthews, wenn Matthews hinter Simon Clark liegt, haben wir die nächste Top 10 Platzierung. Schafft er es? Matthews ist schneller als Simon Clark. Damit haben wir keinen Fahrer unter den ersten 10, denn Rowan Dennis macht das. Rowan Dennis wird seiner Favoritenrolle gerecht und gewinnt die Nationalmeisterschaften in Australien im Einzelzeitfahren vor Damien House, Michael Hepburn, Richie Porte, Rory Sutherland, Cameron Meyer, Luke Durbridge, Nathan Haas, Chris Hamilton, Michael Matthews und auf Position 11 Simon Clark. Gar nicht mal schlecht von ihm. So, meine lieben Freunde. Als nächstes Rennen stehen dann die nationalen Meisterschaften in Neuseeland auf dem Programm. Tom Scully hier auch wieder Favorit. Ja, da ist es ganz klar, was ich erreichen will. Ich will den Sieg. Es zählt nur der Sieg in diesem Rennen. Ich zeige es euch nochmal. Ich spiele auf extrem. Alles darunter, naja, gefällt mir nicht. Ganz einfach. So, Magazin, ja, Klassiker, ja, finde ich übertrieben. Ja, das ist ja auch immer wieder ein Fail. So, dann würde ich euch noch gerne meine erstellte Liste zeigen. Ich glaube, das habe ich im ersten Part nicht gemacht. Und zwar sind auf dieser Liste Wout van Aert, absoluter Topfahrer. Also den im Team zu haben, das wäre ein Traum. Der kann eigentlich alles, Pflaster, Weltklasse, Sprint, Beschleunigung, Mittelmaß, Hügel, gut, Zeitfahren pro Look auch gut, Ausdauerzähigkeit, ein Wahnsinn. Dann haben wir Richard Carapaz. Der hat mir heuer, also in diesem Jahr beim Giro, wahnsinnig imponiert, hat die Chance genutzt, die sich ihm aufgetan hat, als sich Roglic und Nibali nur angeschaut haben. Sehr konstant gefahren, sehr souverän gefahren. Er hatte auch einen bärenstarken Helfer mit Mikel Landa an seiner Seite. Aber gewonnen hat er allein. Dann natürlich Gaviria. Ja, über Fernando Gaviria, glaube ich, muss man kein Wort verlieren. Absoluter Top-Sprinter. Patrick Bevin, ja, starker Zeitfahrer im Team, schadet nie. Dylan van Baarle, der gleich starke Ersatz für Sebastian Langefeld, dessen Vertrag ausläuft und den ich nicht verlängern werde. Dann haben wir hier Jasper Philipsen, absolutes Top-Talent im Sprint. Sergio Andres Iguita, natürlich, den will ich verlängern. Mark Hirschi, absolutes Talent am Hügel, stark am Berg, stark in der Ebene, stark im Zeitfahren, eigentlich überall stark, wo man stark sein kann. Alexander Lamay, ein junger Bulgare, 21 Jahre alt, stark am Berg, stark am Hügel, stark im Zeitfahren und auch im Prolog, nicht zu verachten, ein Rundfahrer. Vicente Canosa, ein Sprinter mit Qualitäten auf dem Pflaster. Sveinung Lilledrange, ein ähnlicher Fahrertyp wie Fabio Felline. David Petrovic, ein Top-Talent am Berg, kann aber auch Zeit fahren, kann abfahren, stark. Tiernan Black, für ihn gilt dasselbe, er ist im Zeitfahren, aber vor allem dann im Prolog doch ein Stückchen stärker, dafür verliert er das wieder im Prolog. Also die beiden nehmen sich nicht viel.
Bastien Campos, Bancher, Carlos David Sousa, auch er, ein starker junger Fahrer, nicht übertrieben. Rafael Lorenzo, ja, ich weiß nicht, warum der als Bancher eingestuft wird. Ich hätte den als Zeitfahrer, Prolog zwar schwach, Zeitfahren stark, Hügel gut und auch im Sprint kann er was, also so ein kleiner Valverde. Anterobo, ja, ich weiß nicht, als was ich den bezeichnen soll. Etappenfahrer, Sprinter, Bergfahrer, also der kann alles. Alles von A bis Z. Dann haben wir Brent Zoricic. Oder Zoricic, keine Ahnung. Ein junger Australier, gut am Berg, gut im Zeitfahren. Doug Beal, guter Puncher aus Neuseeland. Und Dominik Ibrahimovic, ein guter Klassikerfahrer. Das wären jetzt so meine Wünsche für Neuverpflichtungen, Vertragsverlängerungen. Ja, Vertragsverlängerungen muss ich nochmal schauen, was ausläuft. Auf jeden Fall Higuita, absoluter Wunschfahrer. Der Rest, ja, man wird sehen, hier Van Aert 112.000, das ist zu viel. Carapaz wird schwer, Gaviria wird schwer. Ja, mal schauen, was da passiert. Jetzt zeige ich euch noch schnell, wessen Verträge auslaufen. Ja, das ist eigentlich 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Von 19 Fahrern laufen die Verträge aus. Sepp van Marke, Michael Woods, Sebastian Langefeld, Rigoberto Urán, Hugh Carthy, Simon Clark, Joe Dombrowski, Daniel Kranger, Sascha Modulo, Lawson Craddock, Sergio Higuita, Daniel McLay, Taylor Finney, Matti Breschel, Tom Scully, Julius Vandenberg, Nathan Brown, Mitch Docker, Luis Villalobos. Ja, also das wird... Uff. Das wird richtig hammerhart. Auf was lasse ich Martinez? Ja, der soll mal Climber trainieren. Oh, das Entwicklerteam. Theodore Yates, Ryan Thomas, Oliver Martin, Jensen Blauright, keine Ahnung, ob da einer dabei ist, der irgendwas erreichen wird in seiner Karriere. Am ehesten noch Theodore Yates, der ganz in Ordnung ist, und Ryan Thomas. Na, ich bin gespannt. Jensen Blauright, auch erst 18 Jahre, 68, 67 in Sprint und Beschleunigung, könnte auch eventuell was werden mit ihm. Dann schauen wir uns nochmal die Platzierungen an. Im Super Prestige Daniel Martinez, ja, die drei, die die Einzelzeitfahrermeisterschaften gewonnen haben. Dann die drei, die Zweiter wurden und so weiter und so fort. Siege, Martinez, Bivin und Dennis jeweils mit einem. Im Team sind wir damit in der Super Prestige auf Position 2 hinter Mitchelton Scott. Auch nicht schlecht für dieses Saisonstadium. Jeweils einen Sieg in dieser Saison haben IF, CCC und Bahrain Merida durch Ron Dennis. Natürlich in der Welt wird es nicht viel anders ausschauen. Kolumbien, Neuseeland, Australien jeweils 144 Punkte im Super Prestige. Siege Kolumbien, Neuseeland und Australien logischerweise jeder einen Sieg. Ja. Nachwuchsarbeit. Yuko Suzuki, ja, keine Ahnung, ich glaube, der ist nicht wirklich ein starker Fahrer. Gerade Yukarfi, Topmann in der Entwicklung, Bennett Martinez auch 5 bis 8. Higuita 4 bis 7, ja, also da sind wirklich viele, viele, viele ganz, ganz starke Fahrer mit dabei. Einige, die nicht so talentiert sind, wie Tom Scully, wie Luis Villalobos, wie Mitch Docker, Clark, Whelan. Ja, man muss schauen, wie sich das dann entwickelt. Jo, das wäre es soweit von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, eine gute Nacht, wann auch immer ihr dieses Video seht. Lasst ein Abo da, liked das Video. Ich freue mich über alles, was ihr da lasst, was ihr schreibt. Und viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Euer Don Pufuletti.